Fantastic. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Ich hoffe doch mal, das 100. Mal jetzt, dass ich es mit dem Greenscreen probiere. Ich habe mir jetzt extra noch zwei Softboxen geholt und habe doch, ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir es hinbekommen. Gucke jetzt mal so ein bisschen nach unten, dann habe ich die Hoffnung, dass er mich besser aufnimmt. Hab mein Handy natürlich jetzt auch hier noch in der Nähe. Und wir wollen heute mal noch ein bisschen angreifen. Ich will endlich ins Spiel rein. Er soll mich endlich gescheit aufnehmen mit dem Greenscreen. Es wäre natürlich top, weil auch schon, ja, ich sag mal, viel Herzblut drin steckt, dass das Ganze so auszuklamüsern, dass es jetzt so läuft. Wie ich mir das auch vorstelle, hoffentlich klappt es. Es muss eigentlich. Ich habe ja schon zweimal den Greenscreen hinbekommen. Naja, wir werden sehen. Also, wir bauen erstmal noch ein paar Zauber aus und dann gucken wir noch. Ich hatte nämlich noch einen Angriff, den ich euch natürlich nicht vorenthalten wollte. Einen guten Angriff. Wir können rein theoretisch... Na, wobei, ich vertröste euch noch einen Tag. Ich vertröste euch noch einen Tag mit der Schatzkammer. Die Schatzkammer ist aktuell... Also, ist schon ganz gut gefüllt. Wir können jetzt, wenn wir diesen Bonus holen, dann sollten wir rein theoretisch in der Lage sein, ja, sie bald zu füllen. Vor allem natürlich nach dem Clankrieg. Der Clankrieg läuft soweit. Ja, ist okay. Ist okay, läuft soweit die Vorbereitung. 2 Stunden 51 sind noch zu gehen. Oh, oh, jetzt habe ich gesehen... Hab da gesehen, was bei Dennis der Clanburg ist. Na gut, ich zeige euch jetzt mal eben den coolen Angriff und dann wollen wir natürlich auch gleich noch ein bisschen Loot finden. Nach der letztes gestern war ja gar nicht so viel los. Und deswegen habe ich die Hoffnung, wir finden heute mal ein bisschen mehr. Also bis gleich. Ist mir gerade aufgefallen, warum sage ich denn jetzt bis gleich? Ich wollte euch ja nur diesen Angriff hier zeigen. So, ein Angriff auf den Miller Light. Und also vielleicht hat er sich nach dem Bier benannt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe extra diesen schwarzen Pullover angezogen, um mal ja quasi noch diesen... Kontrast, diese Lumpe hier zwischen, sieht ein bisschen aus wie so ein Mönchsumhang, um quasi noch den Kontrast zwischen dem Greenscreen und meiner Wenigkeit noch ein bisschen heller darzustellen oder besser darzustellen. Ich will endlich ins Spiel rein. Ich habe das bei Clash of Clans with Cam, habe ich das nochmal gesehen. Er kriegt das ja auch hin. Ich meine, es muss irgendwie, ich habe 3 Softboxen, jetzt habe ich aber nur 2 an, weil die eine mich echt überbelichtet hat. Habe das normale Licht an in meinem Zimmer und, beziehungsweise in dem Aufnahmezimmer und es muss irgendwie klappen. Ich darf natürlich auch nicht zu viel rumhampeln. Muss immer so ein bisschen gebückt sein, damit es besser aufnimmt. Damit es nicht zu viel meine Stirn spiegelt, meine Geheimratsecken. Die sind wahrscheinlich so das, ja, das größte Problem wahrscheinlich, was ich habe. Nicht nur privat, nein, auch in der Aufnahme. Die Geheimratsecken machen wahrscheinlich mal einen Strich durch die Rechnung. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Ich nehme diesmal den AZ-Recorder anstatt SCR. Bin mal gespannt, ob es funktioniert. Hab's auf Full HD gestellt. Sollte qualitativ eigentlich richtig gut sein. Ich bin gespannt und wir suchen natürlich jetzt mal einen Gegner raus. Was haben wir denn für eine Armee? Wir haben... Oh, wir haben 3 Max-Valkyren. Sehr schön. Ein Altzauber, 9 Riesen, ein paar Mauerbrecher. Machen wir eben den Sound ein bisschen an. Nee, Sound bringt mir ja gar nichts. Sound bringt mir ja gar nichts. Ich hab den ja eh aus. Besser ist das, denn ihr müsst wissen, bei diesem SCR oder auch bei AZ, wenn ihr den Sound mit aufnehmt, dann kann es schon mal ein bisschen laggen, denn er muss ja quasi dann noch mehr arbeiten und so weiter. Ich lege immer den Combat-Sound drunter und würde sagen, wir bauen erstmal die Juwelenkiste hier ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Königin, mit der neuen auf Level. Was ist sie jetzt? Level 38. Geil. Dann können wir gleich hoffentlich schon die Valkyren schon mal starten. Also, bis gleich. So, den holen wir uns jetzt. Es ist eine Elva-Base, aber eine gerushte. Die sollten wir eigentlich hinbekommen. Ich versuche jetzt mal hier einfach schon mal aufzusprengen. 1, 2, 3, 4. Single-Target. Königin ist da vorne. Boah, der hat aber auch Loot, ey, ohne Scheiß. Der hat aber auch Loot hier parat. Sollten wir rein theoretisch noch hinbekommen. Boah, das wäre so geil. Ich würde mich so freuen, wenn das klappen würde. Auf der einen Seite, wir kriegen den Loot. Auf der anderen Seite, ja, das muss klappen. Das wäre so geil. Wir bekommen den Loot, es klappt mit der Aufnahme. Das wäre doch geil. Das würde mich richtig freuen, wenn das klappen würde. Auf jeden Fall, wie immer, Feedback natürlich erwünscht. Wir setzen jetzt hier mal den ganzen Trübskis hinterher. Holen uns jetzt schon mal ganz schön viel. Und ich bin optimistisch, wir kriegen es vielleicht sogar hin, noch den Rest mit uns zu farmen für die Valkyren. Wie gesagt, ich will die Schatzkammer nicht leeren. Ja, die schießt zwar schon ganz gut, die Eagle Death ist mir aber jetzt egal. Boah, 415 Dunkles hat er noch. Wo können wir denn noch was hinsetzen? Ich würde sagen, zack, zack, zack. Heldentrupp. Warten. So.
Und jetzt warten wir nämlich nicht mehr. Jetzt gucken wir nämlich, dass er... Sobald es ausgefrieselt ist, zack, Warden gezündet. Hoffentlich reicht es. 50%. Wir haben fast alles, ne? Es wird nicht ganz reichen. Es reicht nicht ganz. Aber wir kriegen noch ein bisschen... Oh, wir kriegen noch ein bisschen Elixier. Wir kriegen noch ein bisschen Elixier. Komm. Kriegen wir die Adler-Dev noch? Adler-Dev ist... Ja, Adler-Dev, komm. Ist sie down? Ja, immer noch nicht. Jetzt ist sie down. Königin ist oben noch ein bisschen am Rasieren. Ah, Mann, es fehlt ein bisschen was, ne? Es fehlt so ein bisschen was, glaube ich, noch zu den Valkyren. Außer wir müssten vielleicht noch die Minen und Sammler noch lernen können. Ich weiß nicht genau. Will ich den Kampf beenden? Ja, ich hätte noch freezen können, aber naja, ist okay. Kann man mit leben. Das reicht nicht ganz. Es fehlen 400 und so ein paar zerquetschte fehlen jetzt hier. Wir fordern einfach jetzt mal irgendwas. Was genau? Egal. Egal, was wir jetzt haben wollen. Wir brauchen natürlich noch neue Truppen. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so haben. Bartsch, nie verkehrt. Bartsch ist nie verkehrt. Hier noch ein paar Bartschels hinterher. Hier noch ein paar Mauerbrecher. Ja, aber nicht so viele Riesen. So viele Riesen brauche ich jetzt im Grunde. Nicht so viele Riesen. Mehr Riesen. So, mehr Riesen. Nicht weniger Riesen, mehr Riesen. Ansonsten, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht ganz aus für unsere Valkyren. Bisschen fehlt noch. 400, nicht ganz. Nicht ganz, 400 nicht, aber 390 fehlen uns jetzt leider noch für die Valkyren. Kann ich jetzt gerade auch nicht ändern, aber bin optimistisch, dass wir es hinbekommen. Wir räumen jetzt hier erstmal auf. Hier, jetzt ist denn hier. Der muss weg. Der ist nämlich nur im Weg an dieser Stelle. Ah, wenn der weg ist, können wir zumindest schon mal die Mauern wieder umgestalten. Ah, wäre das geil, wenn das laufen würde mit dem Greenscreen. Gerne, lieber Raoul. Oh, ich habe ja sogar Smileys. Gerne. Ah ne, den kann er nicht darstellen. Egal, dann fordern wir das so an. So, mal gucken. Zack, Level 10 Mauer. Und hier ist auch eine Level 10 Mauer. Und vor allem, wenn ich dann morgen die... Ich weiß nicht, ob ich die... Ich müsste sie eigentlich leeren. Ich glaube, ich nehme es dann einfach mal so auf. Denn rein theoretisch... Oder ich farme so noch zurecht. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, das so zu machen. Hä, ich komme immer auf den... Kommen wir auf den Kack-Smiley-Button. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Fred, mach mal bei deiner Einsen... Was? Mach mal bei der... Ach, bei der Einsen Queen Walk. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ansonsten... Es fehlt nicht mehr viel. Ja, fast. Wir haben sie fast. 110.000. Ich weiß noch nicht, ob ich sie gemmen soll. Wenn ich sie gemmen soll, ich mach mal eine Umfrage hier drüber. Dann schreibt sie auf jeden Fall mal. Würde mich freuen. Mir ist es egal, rein theoretisch. Vielleicht können wir sie im Clankrieg schon benutzen. Die Valkyren sind ja schon ganz ordentlich. Vor allem, wir kriegen jetzt sogar noch ein paar Juwelen dabei. Was uns eigentlich jetzt fehlt, ist echt dieses letzte Fitzelchen noch an... Dunklem. Oh, hier haben wir noch einen. Jakob, 1,3 Millionen Dunkles plus Bonus. Oui. 1,3 Millionen plus Bonus. Ich bin ganz aufgeregt. Weil ich echt hoffe, dass es mal klappt. Wenn es jetzt nicht klappt mit dem Greenscreen, dann... Also, ich hab bestimmt schon 3 Folgen aufgenommen, wo es nicht geklappt hat. Aber jetzt... Ich bin optimistisch. Ich bin jetzt optimistisch, dass es klappt, weil es auch... Ich sehe das ja quasi vor mir mit dem Kontrast ganz gut passt von meiner Hackfresse selber zu dem Greenscreen selber. Zum Glück gibt es hier keine Schönheitspreise bei YouTube. Dann bräuchte ich mich schon mal gar nicht zu bewerben. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Vor allem die Leute sagen immer, macht ja nicht über Matthias lustig. Ich mache mich doch über mich selber, mache ich mich doch viel mehr lustig als über Matthias. Also Leute, so ist das doch. Das ist nämlich der wichtigste Punkt immer. Man muss auch über sich selber lachen können. Das ist das Wichtigste. Wir gucken jetzt nämlich, was der Jakob noch so gerissen hat. Gegen Sahiran Gangtank von Jerenkong 75. Da muss man sagen, die 1,3 Millionen, richtig, richtig gut. Richtig guter Loot. Vielleicht farm ich heute Abend auch noch ein bisschen was. Also wenn ihr das jetzt seht, ich habe es am Tag vorher aufgenommen. Ihr seht es quasi am Donnerstag. Ich nehme es jetzt quasi am Mittwoch auf. Donnerstag, oh, heute ist ja ein großes Spiel. Dortmund gegen Liverpool. Ich freue mich schon drauf. Bin mal sehr gespannt, wer da gewinnen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe Dortmund. Ich tippe doch Dortmund. Das ist meine Vermutung, dass Dortmund gewinnen wird und sich auch durchsetzen wird. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde das jetzt rendern, schneiden und so weiter. Erschneiden, dann rendern natürlich. Dann werde ich euch auf dem Laufenden halten. Dann werden wir entscheiden, was wir mit den Valkyren machen oder nicht. Ich werde sie gleich starten, sobald ich das Dunkle zusammen habe. Und dann liegt die Entscheidung bei euch. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, gratis zu wählen. Hier drunter. Macht's gut. Noch einen schönen Tag.